Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kommen wir zu einem Spiel, was ich absolut nicht kann. First-Person-Tennis, The Real Tennis Simulator. Und ich habe ein paar Probe-Matches gemacht und ich habe kein einziges gewonnen. Und ich möchte euch das aber jetzt trotzdem zeigen. Ich bin da echt nicht gut drin und ich kann mir aber vorstellen, dass das Game echt genial ist, wenn man mehr Platz hat, aber ich habe echt nicht so viel Platz. Bin hier schon an der Wand und hier ist der Bereich auch schon fast zu Ende. Von daher ist man da so ein bisschen limitiert. Natürlich kann man auch auf einer Stelle stehen bleiben, das zeige ich euch aber gleich mal. Und wir können mal ganz kurz ins Training gehen. Machen wir mal hier einfach mal ein Match kurz. So, genau. Wir haben hier mit Trigger, können wir uns den Ball in die Hand legen. Wir haben Aufschlag. Probiere ich das jetzt mal. 15 Love. Man hat auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder man kann sich selber dann auf dem Platz bewegen mit dem Stick. Man kann so einen Sliding-Modus einschalten und man kann sich teleportieren lassen. Ich glaube, jetzt hier in dem Training ist der Teleport aktiv. Second Service. Okay. Ah, Service ist immer gut. Ja, wir haben den Teleport drin. Also ohne Teleport oder Slide ist ein Slide-Modus, finde ich irgendwie besser. Nicht so blöd wie jetzt hier. Den schalten wir auch gleich ein, wenn wir das Turnier mal machen. Wer hat das gesagt? Okay, weiter. Ach, ich bin auch schlecht. 15-30. Ich bin gespannt, ob ich gleich beim Turnier wenigstens irgendeinen Sieg hole. Dieser Teleport-Modus ist echt blöd. So gefällt mir das schon echt gut. Also für ein Tennisspiel vollkommen ausreichend. Ballphysik ist auch gut. Ja, der Typ hat gewonnen. Oder ja, hat jetzt einen Satz geholt. Love 15. Nicht mit mir. Second Service. Hallo. Die können ein bisschen lebhafter wirken und das sind auch immer die gleichen scheinbar. Oh, da war schon an meinem Greenscreen gerade. Wie gesagt, da muss man echt aufpassen. In der Arcade-Halle stelle ich mir das gut vor, aber wenn man in der Arcade-Halle ist oder so viel Platz hat, kann man auch wirklich Tennis spielen gehen. Das ist, glaube ich, besser. Aber war auch nie mein Sport, also ich habe es vielleicht ein, zwei Mal probiert, aber dann eher Fußball oder Basketball, Handball. Ah. 40-30. Okay, ich würde sagen, das war jetzt erstmal zum Warnwerden. Also es gibt auch Multiplayer, den habe ich noch nicht probiert. Den würde ich gerne mal probieren, aber mit jemandem, den ich kenne. Vielleicht kommt da noch einer hinzu. So, hier sind wir im Tour-Modus. Und jetzt können wir uns hier... Sieht denn einer hier genauso blöd aus wie ich? Also der passt eher so zu meinem Namen Tupac. Muss ich nur die Haare ändern. Der ist doch gut für Tupac. Den nehmen wir auch. So. Haben wir denn hier? Ah, nehmen wir den blau-schwarzen. Name müssen wir auf jeden Fall noch auswählen. Tupac. Nicht Tupac, wie alle sagen oder viele sagen. Jetzt suchen wir uns ein tolles Outfit aus. Boah, da kriegt man ja Augenkrebs bei. Mal ein bisschen passend zum Schläger. So, komm. Achso, wir können jetzt hier Punkte vergeben. Ah, machen wir mal so ein bisschen ausgeglichen.
Probieren wir mal die paar Punkte hier. So, relativ ausgeglichener Spieler. So, hier sind wir jetzt auf der Karte, die den, die Tour anzeigt. Das machen wir jetzt mal, ja, Tournament 1 von 13, Start. So, und jetzt können wir uns auswählen. Erstmal, ja, wir sind Rechtshänder, lassen wir auch so. Und Hoshi, für dich gibt es auch Left-Handed, falls dein Sport ist. Ja, hier gibt es einen Arcade-Modus und einen Simulation-Modus. Ich bleibe jetzt erstmal bei Arcade. Ja, den Teleport-Modus haben wir ja eben schon gesehen. Also da, wo der Ball hinkommt, wird man hinteleportiert. Fand ich nicht so toll. Also hier kann man mit den Touch-Controllern hinlaufen. Ist aber verdammt schwer. Also ich habe es einmal oder zweimal gemacht und ich habe meistens nicht richtig die Position gefunden, um den Ball zu schlagen, weil der irgendwie ja nicht schnell genug ist. Und ich fand dieses Sliding-Auto ganz gut. Das machen wir jetzt auch mal. Ja, und los geht's. Okay. Ah, die Halle sieht schon cool aus. Wir haben wieder Aufschlag. Sind auch sogar Zuschauer da. Natürlich nicht ausverkauftes Haus, weil wir müssen uns erstmal nach oben arbeiten. Weiß ich gar nicht, wenn man jetzt hier immer wieder gewinnt, ob es mehr Zuschauer werden oder ob das jetzt alles ist, was das Spiel hergibt. Aber sieht nicht schlecht aus. Das ist der Schiri. Jetzt angelegen los, bevor die jetzt hier gleich noch eskalieren, die Leute. Wie ihr seht, es slidet jetzt so ein bisschen immer hin und her. Darf man natürlich auch nicht Motion Sickness anfällig sein. Ja. What a strike. Aber damit habe ich jetzt echt keine Probleme, von daher. Aber die anderen Leute können natürlich auch Teleport nehmen. Ich werde aber auch nachher mal ein Spiel machen, wo ich selber mich hin und her bewege. Aber ich fand es echt zu ungenau irgendwie. Ah, zu fest. Machete. Ach, Mann. 15, ja, wie ihr seht, ich hab euch vorgewarnt, ich bin echt schlecht. Second, ja. Service. Okay, jetzt muss ich aufpassen, sonst kriegt er gleich wieder Punkte. So, der war schon besser. Oculus beschlägt ein wenig. Ja, ist gut, oder? Jawoll! Jetzt gucken, wo ich stehe. Okay, ich bin ein bisschen zu nah ran. Ist hier auch ein Recenter oder so? Nee. Scheinbar nicht. Müsste man auch noch einbringen. Nee, okay. Also wenn man den falsch geworfen hat, lässt man einfach, also man lässt eh los. Und wenn man dann nochmal Trigger drückt, hat man den wieder in der Hand. Ist ganz praktisch. Ja, den habe ich auch total blöd geworfen. Ja, der war besser. Ja. Aber scheiße. Aber der war schnell. 180 km/h. Da hätte er keine Chance gehabt, der Junge. Ah, Junge. Komm, den müssen wir doch ganz nach links. Komm. Oh, da hat er. Ja, der war aber auch echt tief. Jetzt gucken, wo ich bin. Okay, ich habe noch Platz. Ja, jetzt muss man wenigstens hier Gleichstand holen. Okay, komm, komm. Also habe ich jetzt gedacht, dass er den kriegt. Cool wäre natürlich, wenn man die Arme auch sehen würde, aber gut. Dass man hier nur einen Schläger in der Hand hat, ist auch ein bisschen blöd. Nimmt die Immersion. Der war falsch. So. Nee, der war auch scheiße. Second Service. Boah, aber wenn so einer reingeht mit 186, den kriegt er nicht. Das Stöhnen nützt dir nichts, Junge. A
Advantage. Scheiße, jetzt hat der Vorteil. Der wollte gerade irgendwie nicht. Guck mal, der wollte nicht loslassen. Hä? Das war blöd. Ha! Good shot! Da seht ihr, 185, wenn so ein Aufschlag kommt, alles vorbei. Aber so einen kriegt man auch nicht immer. Oh, fuck! Advantage. Tupa, konzentrier dich! Jetzt hat er wieder Vorteil. Hat er gewonnen? Also den Satz. Jetzt hat der Aufschlag. Ja, den wollte ich ihn schön, weil er links unterwegs war, wollte ich ihn rechts rein ins Spielfeld, aber halt auch ein bisschen zu feste. Ja, also ist. Und das ist Beginner, aber auf leichteste Stufe eingestellt momentan. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob es am Spiel liegt oder an mir, weil ich bin in Tennis auch so wirklich Grotte. Haha. Jetzt müssen wir uns aber einen Punkt holen. Mann, kann doch nicht sein, ne? Oh, schon wieder! Too many errors in this game. Rechts beschlägt die Oculus ein bisschen. Okay, ich habe wieder Aufschlag. Kannst du kommen? Ja, okay, ich hab Platz. Wow, magical hand. Okay. Das war seltsam. Ich dachte eigentlich, dass ich ihn ganz, ganz klar habe. Ha! Great shot! Ja, wir müssen aber echt gut aufholen. Ne, der wird nix. Der auch nicht. Na komm. Und das ist Arcade-Mode, ne? Wenn ich jetzt Simulation spiele, gibt ja gar nichts. Na komm. Oh, der war aber knapp. Also meine Niederlagenserie geht weiter in dem Spiel hier. Aber da wäre cool, wenn jemand wirklich in Wirklichkeit Tennis spielt, also in Real Life, und das Spiel testet, wie der das findet. Das würde mich echt interessieren. Auch mal bitte unter die Kommentare schreiben, falls jemand das Spiel schon ausprobiert hat. Okay, das war verloren, ja. Aber ich habe den schnellsten Ball geschmettert. Okay, jetzt mache ich mal den Modus. Manual 2 Controller Direction, also ich kann jetzt wirklich laufen mit dem Stick. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich damit ablose. Okay, wir sind erstmal der Aufschlag dran. Auch wieder andere Arena, wie ihr seht. Ja, ist nett gemacht für Tennis. Mehr kann man auch nicht sagen. Was will man da jetzt? Besser geht natürlich immer. Aber es funktioniert. Second Service. Natürlich die ganzen Leute, die hier rumstehen, ein bisschen Bewegung wäre natürlich nicht schlecht. Stehen natürlich alle nur so, die Fans auch. Das kann man natürlich bemängeln. Oh, guckt, was meine ich? Ich muss mich jetzt selber bewegen. Das habe ich gerade vergessen. Nicely done. Manchmal habe ich so ein bisschen Glück.
Second Service. Ah, schade. Hätte auch nicht gehabt. Okay, langsam. Geht's damit? Wollte ich gerade sagen, hätte ich sagen dürfen. Good shot. 187. Aber die haben die keine Chance, die Gegner. Aber ich habe bei normalen Bällen keine Chance, von daher ist das ausgeglichen. Scheiße! Das meine ich also. Ich kriege mich gar nicht so schnell positioniert, dass ich schlagen kann. Deshalb ist der automatische Modus irgendwie besser für mich. Natürlich nicht realitätsgetreu. Second Service. Jetzt wäre cool, wenn die Balljungen den Ball holen, aber da passiert auch nichts. Ja, jetzt können wir uns bewegen. Oh. 15 Love. Boah, das ist richtig niederschmetternd. Nee. Good shot. Da bin ich irgendwie ein bisschen zu blöd für, glaube ich. Second Service. Komm, streng dich an, Junge. In Real Life würde man ihn so gar nicht mehr kriegen. Aber das ist halt, wenn der Arcade-Mode funktioniert, Simulationsmodus, hätte der nicht geschlagen. Oh, 14. That's just magnificent. Oder abgeprallt und wäre direkt auf den Boden gegangen. Second Service. Ich wollte gerade sagen, der war da nicht drin. Junge. Boah, den habe ich noch gekriegt. Ne, den krieg ich nicht mehr. What a point. Da schickt er mich erst mal da und dann komplett nach da. Das war natürlich übel. Der Aufschlag. Also ich wusste, dass ich nach links muss, aber das ging irgendwie zu langsam. So. 15-0. Ich gehe automatisch mal so ein bisschen nach vorne. Oh Gott. Second Service. Komm. Hauen wir den nochmal einen um die Ohren. Okay. Ja, lacht mich nicht aus. Beautifully done. Ah, die jubeln ja sogar. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, die würden die ganze Zeit nur so da sitzen. Beautifully. Jetzt geht's aber los hier, Junge. To keep the ball inside the court. Boah, ich habe sogar einen Satz geholt. Oh Gott, Gott, Gott! Oh, that's a ich wusste es. Der war zu tief irgendwie. Oh. Er ist sogar noch drin. Ich wollte den gerade kaputt machen, aber geht nicht. Aber der flippt ein bisschen aus. Ja, glitscht ein bisschen weg. Na komm. Nein. Yes, it's on the line. Er hat uns auch verladen. Nicely done. Ja. Ich glaube, da war ganz sichtbar, ganz gut sichtbar, welche Probleme ich mit dem Spiel habe.
Deshalb machen wir jetzt hier wieder nicht Teleport. Sliding Auto. Sollen wir mal? Nee. Wir bleiben jetzt einmal auf Arcade. Ich will einmal gewinnen. Wenigstens ein Spiel. So, Gomez. Du bist dran, Junge. Jetzt müssen wir uns Mühe geben hier. Jetzt kann ich mich wenigstens auf Schlagen konzentrieren und muss mich nicht bewegen. Das geht natürlich schon besser. Oh, der hat aber direkt angenommen. Oh, fuck! Just down 15. Okay. Ne, der war blöd. Boah, die Second Service. Ist eine blöde Ausrede, aber die Sonne hat mich gerade echt geblendet. Jetzt gucken, wo ich bin, okay. Wenn ich gleich gegen den Tisch haue. Junge! Jetzt aber. Oh, fuck! Ach, den hätte ich doch. Den hätte ich haben müssen. Den hätte ich versenken müssen. Ja, also. Komm, ey, wenigstens jetzt den Satz hier nochmal gewinnen. Spielsatz-Sieg. Danke, Leute. Autogramme gibt's später. Oh. Der hat. Jawoll! Du bist zu nah dran, Junge. Ich habe erstmal das Gefühl, dass ich eventuell ein Spiel gewinnen könnte. Hätte ich nicht laut sagen dürfen. Komm. Nein! Oh, Deuce. Oh, fuck. Okay, komm. Second Service. Alter. Nee, ist klar. Den kriegt er nicht mehr. Komm! Oh, Advantage. Ah, den wollte ich ein bisschen härter schlagen, dass er den nicht mehr kriegt. Na, jetzt hat er wieder Vorteil. Jawohl! Great shot! Vorteil weg. Jetzt müssen wir uns den Vorteil holen. In this game. Nee, der wird nix. Oh, ich bin zu schlecht. Ah, hat er den. Jetzt hat er auch Schlag. Second Service. Könnte so ein bisschen mehr Publikums. Geräusch sein zwischendurch für dich? 15 Live. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wenn man nachher besser wird, ein Turnier mal gewinnt komplett, ob dann die Hütte immer voller wird. Wäre natürlich sehr cool. Müssen wir aber nochmal hier reinklotzen. Was war das? Nicely done. Oh. Erfreut er sich. Second Service. Und ich werde hier abgeschlachtet. Oh, 14 Yards. Nee, das wird nicht mein Spiel. Also ich finde es echt nicht schlecht. Für Tennis-Liebhaber, sage ich mal, bin mit Sicherheit ein Kauf wert. Aber ich werde da irgendwie nicht wirklich warm drin.
Okay, komm. Nee. Ach. Love 15. Ich muss, glaube ich, noch eine Warnung am Anfang des Videos machen, dass das keiner gucken soll. Was war das gerade? Das habt ihr aber gesehen. Das war Tracking schuld. Der war ja da hinten irgendwo. Ach Mist. Bin ich noch? Ja, ich bin noch genau im Bereich. Nee, das war nix. Bei dem Spiel stört das Kabel echt. Wie können wir den jetzt verladen hier? Ich wollte eigentlich mehr rechts. Krieg ich aber irgendwie nicht hin. Und wenn ich Aufschlag habe, das Kabel stört immer so ein bisschen. Warte, in die Knaller hast du keine Chance, Junge. Nee, ja, zu weit. Hol ich mir jetzt im Aufschlag hier einen Satz? Das wäre ja was. Nee, nicht zu langsam. Komm jetzt. Och. Er muss seine Ruhe finden. Boah, 202 km/h, Wahnsinn. Der ist aber irgendwo wahrscheinlich weggedriftet. Okay. Jetzt machen wir mal echt aus Spaß, auch wenn ich das eh nicht schaffen werde. Simulation, ich will mal wissen, wie sich das dann verhält. Ob ich dann überhaupt noch irgendeinen Ball übers Netz bekomme. Second Service. Ne, guckt. So schwer wären jetzt die Aufschläge hier. Love 15. Das ist hart. Das ist echt hart. Okay. Second Service. Boah, Alter. Also Simulation ist mal sehr schwer. Well, he's got to come up with a great shot to Könnte aber auch gar nichts machen, der gewinnt auch so. Second Service. Ich krieg ja gar keinen mehr ins Feld. Love 40. Okay, das können wir getrost ausmachen. Das hat ja gar keinen Sinn. So, neues Match, neues Glück. Vielleicht gewinne ich jetzt mal. Muss ja mal möglich sein hier. Ich möchte die Typen aber nicht in schwer erwischen hier. Wenn ich bei Beginn auch schon so ein Problem habe. Das Stadion gefällt mir aber. Sieht irgendwie cool aus. Good shot. Good shot. Danke. Das ist das Einzige, was ich ab und zu mal hinbekomme. Great shot.
aus, oder? Ja. Well, he's got to come up with a great shot to stay in this game. So, noch ein paar so, dann sieht es gar nicht schlecht aus. Good shot. Aber wenn ich den jetzt noch mache, ich bin da noch nie in Führung gegangen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich nicht zu nah dran bin. What a point. Yes. Oh, fuck. Da geht's schon wieder los. He's trying to force all the shots. He needs to let the racket do the work for him. Ich hatte auch eben einen blauen Schläger ausgesucht. Too easy. Schön. Scheiße. Oh, der war aber böse geschlagen, fand ich. Great shot. Das ist auch das Problem. Bei VR hat man, also bei den alten Brillen, hat man ein Field of View von 100, 110. Und man sieht hier, also jetzt sehe ich den Schläger noch, so gerade, und jetzt ist er weg. Also in dem Bereich sieht man schon nichts. Und wenn man dann nicht so hinguckt, das ist auch ein Nachteil. Oh, zum Fehler gezwungen. Oh, jetzt holen wir uns das 2-1 hier. Ach fuck, Mistkabel. Boah. Beautifully done. Ich muss mir das Kabel irgendwie mal. Also da ist das Vorteil, da wäre der Vorteil, wenn das Kabel an der Decke wäre. Ne, den kriege ich nicht mehr. Brilliant. Good combination. Okay. Ne, der wird nix. Mann, jetzt wollte ich wieder zu viel. Aber wenn man so kurz davor ist. Na komm, hauen wir den nochmal so einen 186er rein. Warum lässt der nächste nicht los? Jawoll! I think only this guy can hit shots like this. Dankeschön! diese Schmetterdinger kriege ich nicht hin. Ich mal richtig mit Schmack ist da. Rüber pfeffern will. Second service. Bam. Ich wollte so ein bisschen hoher. Den hätte er nicht gekriegt. Mist. Soll ein schöner Heber werden. Jetzt macht er gleich das 2-2 hier. Ha! Hast du dich aufgehangen oder was? Second service. Okay, jetzt war ich relativ nah an der Wand dran. Hab ich gerade selbst gemerkt. Ja! Nice forehand. Könnte der erste Sieg werden?
denn jetzt los hier? Second Service. Mach noch einen Fehler, komm, dann hab ich Vorteil. Komm, ins Netz. Aber war ja klar, dass du das nicht machst. Komm rein! Oh. Den habe ich doch jetzt echt nicht hart getroffen. Komm. Ja! Jetzt wird es langsam spannend hier. Second Service. Ah, der ist nervös. Steffensen ist nervös. Wird es packen? Nein! Ich habe Vorteil, Junge. Second Service. Mach noch einen Fehler. Komm, 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 komm. Ja! Erster Sieg, Leute. Wie geil ist das denn? Hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Ja, Leute, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Und mit dem Sieg hier ist es jetzt am schönsten. Ich habe mich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, wie ihr ja gesehen habt. Aber ich habe euch vorher gewarnt. Das ist echt nicht mein Spiel. Und ich hatte vorher schon, ja, halbe Stunde mal getestet. Ein paar Tage vorher und ja, da war mir schon einiges klar und mir war auch klar, dass ich überhaupt hier keine Chance haben werde. Aber einmal gewonnen, jetzt kann ich die Karriere an den Nagel hängen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über ein Like freuen. Wenn ihr noch kein Abo gegeben habt, ist jetzt die Chance, ein Abo dazulassen. Hier unten in der Ecke ist ja der kleine Tupac. Drückt doch mal da drauf, dann könnt ihr ein Abo hinterlassen. Die Glocke nicht vergessen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Bis dann. Ciao.